Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Arsch, auf diesem Arsch. Wir fahren jetzt noch einmal Heu zur Pelletstation. Dann haben wir erstmal da genug hingefahren. Dann, ja, dann ist gut. Dann muss ich sehen, ne? Wir haben 13:05, wir haben ein bisschen Zeit. Boah, mal sehen, was wir am besten machen, ne? Irgendwas werden wir schon finden. Ja, den Mist wegräumen, theoretisch. Mist fahren von den Kühen. Das werden wir jetzt machen nachher. Ein bisschen Mist da aufsammeln. Aber jetzt hier die Fräse holen von der BGA. Silage muss noch gemacht werden. Naja, viel Arbeit. Gas geben, ne? Aber wird schon, immer einer am anderen, ne? Wir haben einen zweiten Tag, wir haben noch viel Zeit. Anführungszeichen, im Winter müssen wir auch Arbeit haben. Und dann machen wir überwiegend Promotion. Also ich jedenfalls. Und erstmal noch liefern. Bier können wir noch verkaufen. Das sieht gut aus. Das haben wir noch schon schön gefüllt. Da könnte man theoretisch gut machen mit was wir nachdenken mit Alldrive beliefern, ne? Da wird man nächste Mal so probieren, mal einfahren, mal die Paletten hier vorne wegräumen. Da ist er weg. Aufgeräumt. Leer, gut. Fahren wir zurück. Und dann werden wir um Mist kümmern. Mist einmal Kühe. Also einmal mehr Mist fahren zum Düngemittelproduktion. Dünger könnten wir kurz reinfahren in den globalen Markt für Thüringen. Den kann ich da theoretisch noch verwenden. Theoretisch. Praktisch wäre dann gut eingelagert. Wenn nicht klappt würde, aber gut, okay. Also. Das heißt, die Anhänger, die wir jetzt haben, könnten wir jetzt gleich mit Dünger verknallen, ne? Das wäre Klacks. Das wäre kein Problem. Der globale Markt ist ja aktiviert, das ist ja entscheidend dabei. Wenn ich aktiviert wäre, dann könnte man doch nicht machen. Man muss immer einen Server aufbauen, also Verbindung aufbauen. Ne? Ein Programm läuft da im Hintergrund. Sonst geht das nicht. Wir kriegen dafür jetzt aber Geld, ne? Das heißt, wir müssen das auch drüben wieder kaufen, also geht nicht umsonst, ne? Ja, er hat noch. Mist recht voll und Gülle auch, also brauchen wir nicht herfahren, das bringt nichts. Dann werden wir einen zweiten Anhänger Dings aufbringen. Sagt gut. Ist ja leer, ne? Das werden wir gleich reinkippen in den globalen Markt. Und dann werde ich entsprechend nachher. Ups. Drüben nutzen können. Ne, mein Saatgut werde ich da nicht brauchen, aber bis später vielleicht mal, ne? Dann weiß ich ja nie, ne? Mal die gucken, was wir drin haben. Getreide haben wir noch 16.000 und Dünger 31.000. Wird für Hopfen sicherlich reichen. Wir haben noch Saatgut im Lager. Da könnte man den Rest auffüllen, ne? Ich meine, da habe ich nicht vorher auszusehen, sei die Karte kommt nicht rechtzeitig, ne? Das kann natürlich auch passieren, ne? Das kann ich nicht ganz auflösen, das weiß ich nicht genau. Weil er hat immer gesagt, er will auf ein Patch warten von
von diesem Maisdings da. Ja gut, ich brauche das Maisding nicht, aber wenn das braucht, dann müssen wir warten, ne? Ich habe gesehen, dass die ein Update gebracht haben beim Mudhub, ne? Könnte sein, dass er jetzt bei ist. Könnte. Der Castor. Lass mich überraschen. Entweder kommt zu früh oder zu spät. Beides wird nicht klappen. Aber gut. Aber hier haben wir genug Dünger und Saatgut. Und wir haben ja nur noch aktuell zwei Felder zum Aussehen. Und Hopfen. Aber Feld 5, das werde ich noch kaufen. Und ansonsten muss ich sehen, wo ich noch Hopfen aus einpflanzen kann. Ne? Das reicht ja hier hinten und nicht vorne. Ne? Die haben ja hier so einen großen Hunger, du. So. Muss ich mal sehen, ob ich für Geld kriege. Ne? Jetzt habe ich 2 Millionen. Glaube ich, dass ich kostenlos drüber schicken kann. Dünger. Ja doch, gab Geld. Muss ich wie gesagt in Thüringen auch wieder kaufen, ne? Also das ist ja logisch. Aber so weiß ich immer, dass was da ist, ne? Und wenn ich hier entsprechend viel verkaufe, wird es da auch nicht mehr teuer, ne? Aber die Produktion läuft. Was ich noch produzieren muss, ist Artenschutz. Saatgut gibt nicht ganz so viel. Gut. Synchronisieren. Aha, gut. Müsste ich halt teuer kaufen, ne? Aber gut. Das ist nicht das Problem. So. Das wäre aber das. Jetzt Plan C. Plan C. Nachdenken. Was ist noch wichtig? Achso, ich wollte jetzt mal den. Ich brauche jetzt einen Traktor, einen starken. Und für die Fräse. Und einen Anhänger. Ja, zu stark. Nehmen wir den, dass wir im Weg lehne. So. Die Gewichte werden wir da anstellen, wo wir eigentlich im Raum beim Flug. Das ist dann logisch. Weil ich kann das Gewicht jetzt nicht gebrauchen. Ich muss die Fräse holen, ne? Werden wir den Anhänger nehmen, von der noch eh noch rumsteht, ne? Passt ja eh. Und dann werden wir entsprechend Mist von online verkaufen. Ja, das ist halt so viel Arbeit. Aber gut. Schaffen wir alles irgendwie, ne? Und wenn wir es heute nicht schaffen, machen wir morgen. Holen wir mal die Fräse und dann machen wir gleich mal Silage rein und auf denselben Weg haben wir zurück eine Silage für hier oder fürs Lager, je nachdem wo es gerade Platz ist, und dann werden wir gleich den Mist von hier zur BGH bringen, und zwar der Mist, der hier rechts rum liegt bei den, ne, hier rechts den Haufen da, und dann werden wir sehen, dass wir den Mist vom Kuhstall 2
wegbringen. Und dann nachher den großen Mistanhänger von. Das können wir mal nebenbei machen. Wir können jetzt immer die Silage holen. Und damit er wieder alleine voll wird, ne, mit dem Förder, aber das dauert ja ein bisschen. Da können wir nebenbei ja mit der Fräse entsprechend anderweitig Mist wegfahren. Ne? Ein, zwei, ja, es wird sich noch lohnen mit Förderband. Ne? So. Förderband anmachen wir fix. Da geht noch was. Na, ja, läuft noch. Anne ist zu kurz, da müssen wir dazu kaufen, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Lass ich mal ein bisschen arbeiten noch, ein paar Stunden. Muss einmal Verkauf kriegen, ne? Das will ich ja im Prinzip verkaufen, das ganze Silo. Das funktioniert ja nicht so wie soll. Und entweder kommt die Produktion her, also Parameter hier. Oder Sackgesilo, die funktionieren, ne? Oder ich probiere andere Durchfahrsilo, mal sehen. So. Ein bisschen kriegen wir noch weg hier. Ja, wenn ein Mist liegen bleibt, dann kann ja auch beim Verkauf des Silos das auch weg, ne? Von daher würde ich mal nicht so eng sehen. Partnergramm von Giants, wo ich mir da registrieren lasse. Ich meine, ich komme noch nicht in Frage, aber zu wenig Abonnenten und so. Und vielleicht hat man ein bisschen gezeigt, vielleicht, ne? Werbung in eigener Sache, kann sagen, ne? Hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Der eine mag das und der andere mag das. Da ist ja theoretisch alles möglich, ne? Und Schaden kostet ja nichts und Schaden kann es in dem Fall nicht, ne? Muss ich mal die Woche noch überlegen. Ich meine, Spiel kaufen würde mir so alleine, von daher das muss ich nicht unbedingt geschenkt kriegen, ne? Von daher ist es völlig für mich nicht so entscheidend. Sicherlich wäre ein Multiplayer ein bisschen günstiger, aber da muss man einen richtigen Partner für finden, ne? Der nötige Hardware hat, ne? Und dann kommt noch eine Lust und Zeit dazu, und das ist eher das erste, das ist deine Problem, ne? Weil Terminfragen hat ja jeder unterschiedliche Vorstellungen, ne? Und wer hat schon den ganzen Samstag Zeit, ne? Also machen wir das so, jetzt ich am Samstag arbeite, 18 Uhr, die allermeisten haben Familie, da geht auch nichts. Und ich bin da alleine, das bin ich flexibel, ne? Ich sag mal, was ich heute fertig habe, muss ich morgen nicht machen, ne? Den Sonntag, da Vormittag muss ich hoch. Da will ich hochladen, also muss nicht. Ich will. Und das bietet sich an. Von der Zeit her, ne?
ungefähr 3 Stunden brauche ich dafür. Heute Abend will ich ein bisschen bearbeiten. Das sind auch nochmal rund 3 Stunden. Nebenbei kann ich ein bisschen gucken, was für Tub bei den Fleißigen, die sich schlagen, mal sehen. Fällt hinten raus. Komm, 10% noch ungefähr. Ich wollte doch nicht mit einem Radlader machen, das ist mir so aufwendig. Haben wir höher. Manchmal ist es ganz blöd, ne? Den richtigen Punkt zu finden, wo er entsprechend lange Zeit alleine aufladen kann. Da könnte man theoretisch schon anders machen nebenbei, ne? Aber soll nicht sein. So, das fahren wir jetzt zur Mischfutterfabrik. Schauen wir mal, was wir reinkriegen. Und wenn wir nichts reinkriegen, fahren wir ins Lager. Dann können wir bei Gelegenheit wieder mal was da rausholen und dann Futter herstellen, ne? Das war der Zaun. Dass er keine Beule macht. Der Traktor ist ein bisschen schwach, aber wenn er mal auf Fahrt ist, dann geht's. Ja, hier wollte ich ein paar Meter drin bauen. 1 oder 2. Das bietet sich ja an, ne? Muss schon mindestens 2 haben, ne? Fast 3 eigentlich. Bei der Menge Silage, die man hat. Ich habe zwar aktuell keinen Plan für Mais in diesem Jahr, aber kann auch noch sein, ne? Da hier und da war der Colin Bell, so eine schöne mit der Ernte von Getreide, da konnte ich immer noch zum Schluss Mais und den Dings auspflanzen, ne? Und Soja. Das ging nicht aus, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und winke. Und wenn ihr wollt, Kommentare, kann jeder was reinschreiben. Tschüss! Anregungen, Fragen, Tipps, immer gerne gesehen. Tschüss!